Hallo und grüß Gott zusammen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und euch meine diesjährige Osterpredigt anhört. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist der Ruf des Ostersonntags. Und das seit Tausenden von Jahren. Scheinbar tausendmal haben wir das schon gehört. Und tausendmal ist nichts passiert. Die Auferstehungsbotschaft hat es nicht leicht. Sie hat es nie leicht gehabt. Sie wurde von Anfang an begleitet von Zweifeln und Fragen. So mancher Stein lag und liegt ihr im Weg. Der Evangelist Markus erzählt uns vom Ostermorgen. Und ich möchte euch gerne einen Text aus dem Markus-Evangelium Kapitel 16, die Verse 1 bis 8 vorlesen. Da heißt es: Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten? Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da, die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht, nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die Frauen zogen also keineswegs getröstet von dannen. Sie sind vielmehr geflohen und waren stumm vor Schreck. Sie sagten niemanden etwas von dieser Begegnung. Das ist vielleicht eine Osterfreude, ihr Lieben. Statt Jubel und Halleluja hören wir von Zittern, Entsetzen, Furcht und Schweigen. Ja, zunächst ist da nur Angst. Wenn wir versuchen, uns in diese Frauen hineinzuversetzen, ist das nicht so verwunderlich. Denn der Schrecken der Kreuzigung saß Maria von Magdala, Maria und Salome noch in den Knochen. Es war alles so furchtbar gewesen. Es hatte ihnen das Herz zerrissen. Und sie waren so verzweifelt. Dennoch hielten sie sich, wie viele Trauernde, an Rituale, einem Teil der Trauerbewältigung. Und so machten sie sich mit ihren duftenden Ölen früh morgens auf den Weg, um wenigstens diesen einen Liebesdienst der Salbung noch zu tun. So, wie es bei ihnen üblich war. So wollten sie ihm die letzte Ehre erweisen. Allerdings waren sie so eingesponnen in ihrer Trauer, dass sie erst unterwegs ein ganz wesentliches Hindernis für ihr Vorhaben erkannten. Der Stein. Der riesige Stein lag doch noch vor der Grabhöhle. Den könnten sie doch zu dritt unmöglich wegbewegen. Doch dann das Unerklärliche. Als sie näher kommen, sehen sie, dass der Stein weg ist. Die Grabhöhle ist offen. Sie können einfach hineingehen. Der Stein ist also nicht mehr ihr Problem. Das Problem ist jetzt ein
völlig anderes, ein unerwartetes. Jesus ist auch weg. Sie sind entsetzt. Und dann werden sie von einem Jüngling in einem weißen Gewand angesprochen, einem Engel. Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Da, wo Jesus hingelegt wurde, war er nicht mehr. Er war weg. Jesus war einfach verschwunden. Und so starrten die Frauen nur auf den leeren Platz, wo er einmal hingelegt wurde. Er war doch tot. Sie hatten es doch selbst gesehen. Sie hatten gesehen, wie sein Leichnam vom Kreuz genommen und hier in der Grabhöhle bestattet wurde. Und dann sagt dieser Gottesbote noch etwas, dass sie es seinen Jüngern sagen sollten und dass sie nach Galiläa gehen sollten und Jesus dort treffen würden. Aber das haben sie wohl vor Entsetzen gar nicht mehr richtig gehört. Völlig entgeistert verlassen sie die Grabhöhle und fliehen. Ja, sie rennen so schnell sie können, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Sie sind aufgewühlt und voller Angst. Was war da nur geschehen? Was bedeutet das? Diese Geschichte würde ihnen doch kein Mensch glauben. Die drei Frauen können es einfach nicht fassen. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, diese drei Frauen verhalten sich wie viele Menschen in großer Trauer. Sie sind gefangen in sich. Sie können nur noch das tun, was auf den Wegen der Tradition in solcher Lage verlangt wird. Alles, was erledigt werden muss, alles Praktische wird getan. Aber der geliebte Mensch ist nicht mehr da. Es ist alles aus. So scheint es. Und man funktioniert nur noch. Doch nun bricht mitten in ihre Trauer die Botschaft des Engels. Und nichts ist mehr so, wie sie es eigentlich erwartet hatten. Und das bringt sie völlig aus der Spur. Jesus ist nicht hier. Also keine Salbung. Nicht einmal das ist ihnen noch möglich. Jesus ist weg. Ich glaube, das war alles, was sie in diesem Moment erfassten. Jesus ist weg. Das leere Grab allein sagt ihnen gar nichts, macht ihnen keine Hoffnung. Sie können die Nachricht von der Auferstehung nicht fassen. Noch nicht. Markus schildert die Frauen so menschlich, das sind keine Heldinnen, die sofort ausposaunen oder gar damit angeben, was sie gerade erlebt haben. Nein, sie sind stumm vor Angst und Schmerz. Und sie führen den göttlichen Auftrag von der Verbreitung der Botschaft erst einmal nicht aus. Markus schreibt, sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Es ist ziemlich eindeutig, dass dieser Satz einmal der Schluss des Markus-Evangeliums gewesen ist. Die ältesten Handschriften des Markus-Evangeliums enden tatsächlich mit diesem achten Vers und mit dem Satz, sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Aber das war dann doch zu hart. Das wollten die ersten Christen so nicht stehen lassen. Furcht und Schweigen zum Schluss, das geht gar nicht. Darum wurden dann im 2. Jahrhundert noch die Verse 9 bis 20 im Markus-Evangelium angefügt. Sie erzählen von der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Dort erfahren wir, dass die Frauen und die Jünger Jesus wiedersehen und erleben. Dadurch schöpfen sie neue Hoffnung. Erst dadurch, so lesen wir in den anderen Evangelien, verlässt sie die Furcht. Sie haben keine Angst mehr,
zu dem zu gehören, der als Verbrecher gekreuzigt wurde. Nein, plötzlich erzählen sie ohne Scheu aller Welt von der Auferstehung Jesu, von seinen Worten und Taten. Und sie tun es ohne Rücksicht auf Verluste, sogar unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Sie leben aus der Kraft der Auferstehung. Stellt euch einmal vor, diese Frauen hätten für immer geschwiegen. Dann wären wir alle, sie, heute, an den Bildschirmen oder ich, nicht hier. Doch sie haben gesprochen. Und das ist gut so. Wenn niemand etwas davon erzählt hätte, wie sollten denn dann die wunderbare Nachricht von der Auferstehung weiterleben? Doch diese Botschaft wurde weitererzählt bis heute und hat so viele Menschen erreicht. Das ist das eigentliche Wunder der Auferstehung, ihr Lieben. Und damit spricht uns der Evangelist Markus mit diesem Schluss direkt an. Sie, die Frauen haben Angst, sie erzählten nichts davon. Aber jetzt seid ihr dran. Und wir erzählen die Geschichte weiter. Mit genauso viel Unsicherheit, mit genauso viel Wenn und Aber, wie diese Frauen damals. Mit Zweifeln und Fragen. Aber dabei müssen wir nicht stehen bleiben. Wir können uns auf die Suche machen nach Begegnungen mit Jesus. Auch wenn sie anders aussehen als damals. Wir können uns auf die Suche machen nach Begegnungen und Bestärkungen in unserem Glauben. Und ich bin sicher, wir alle finden welche. Sodass auch wir Auferstehungszeuginnen und Zeugen werden können. Denn das Wunder der Auferstehung ereignet sich immer noch, heute und hier, mitten unter uns. Den Anfang bemerken wir vielleicht gar nicht. Wir sind vielleicht ebenso in Trauer und Unmöglichkeiten gefangen wie die beiden Marias und Salome. Wir machen uns Sorgen um die Arbeitsstelle oder um die Gesundheit oder um das kranke Kind. Wir sind zutiefst verunsichert durch Krisen in der Welt. Wir sehen keinen Weg heraus. Wir sind erschüttert von immer neuem Leid und neuer Not, von denen wir erfahren. Manche sind zermürbt durch Mühen in der Partnerschaft. Wir fühlen uns ausgelaugt und müde. Von Aufbruchstimmung ist da nichts zu spüren. Aber irgendwann, in einem ganz unerwarteten Moment, da bricht etwas auf. Da verändert sich etwas. Gottes Geist erreicht uns und rührt uns an. Möglicherweise ereignet sich die Auferstehung ganz anders, als wir es erwartet hatten. Möglicherweise werden unsere Hoffnungen gar nicht erfüllt. Der Kranke wird nicht wieder gesund. Der Arbeitsplatz geht doch verloren. Oder die Ehe bleibt mühsam. Doch wir können anders damit umgehen. Wir können anders damit leben. Wir bleiben nicht mehr wie gelähmt sitzen, sondern stehen auf und gehen weiter und haben Hoffnung. Im Griechischen gibt es das Wort Auferstehen gar nicht. Es heißt auch bei Jesus einfach nur Aufstehen. Und so können wir mit Gottes Kraft aufstehen und auf die Suche gehen. Wir können immer wieder aufstehen, aufeinander zugehen und uns dem Leben in die Arme werfen. Ja, ihr Lieben, wann, wenn nicht jetzt? Amen. Lasst uns beten. Gott, lass uns aus der Kraft der Osterbotschaft leben, dass wir uns nicht abschrecken lassen, wenn uns Steine in den Weg gelegt werden, wenn die Angst groß wird,
wenn die Kraft nicht zu reichen scheint. Lass uns auf deine Kraft vertrauen, dass wir Hindernisse überwinden und zu neuem Leben finden. Sei bei allen, denen schwere Steine den Weg versperren, bei Flüchtlingen, Hungernden, Kranken, Leidtragenden und Trauernden. Erreiche sie mit deinem Wort und schenke ihnen die Kraft, die das Leben zurückbringt und die Steine wegrollt. Gott, lass uns die Osterfreude weitergeben, damit Menschen auch durch uns spüren, wie gut du es mit uns meinst. Öffne uns den Blick für völlig neue, ungeahnte Wege hinein ins Leben und für deine Möglichkeiten. Mach uns Mut, aufzustehen und uns dem Leben in die Arme zu werfen, voller Freude und Vertrauen. Denn du bist da und stehst ein für das Leben. Schenke uns und der Welt die Osterfreude, die wirklich lebendig macht. Amen. Ja, ihr Lieben, Gottes Wahrheit ist bedeutend größer als jeder Machtanspruch eines Despoten und Kriegstreibers über Leben und Tod. Wir glauben an einen Gott, der Steine der Gräber wegrollen kann. Wir glauben an einen Gott, der aus dem Nichts Leben schaffen kann. Und wir glauben an den gleichen Herrn wie diese drei Frauen damals. Auch sie haben mit der Zeit verstanden, Jesus lebt. Und das bedeutet, dass Gott für die vielen Leidtragenden in der Ukraine und auch für uns Leben bereithält. Ein Leben, in dem wir ihm nachfolgen dürfen, um mitzuhelfen, den Frieden wieder groß werden zu lassen. Ich wünsche euch von Herzen ein frohes Osterfest und ein gesegnetes Osterfest, das in diesem Jahr vielleicht nicht in großer Ruhe begangen wird, weil die Zeiten nicht nach großen Festen schreien. Aber ich wünsche euch allen ein Osterfest, das etwas von dieser Zuversicht in sich trägt. Gott will, dass Frieden wird. Und dafür gibt er alles. Und nun geht gesegnet in dieses Osterfest und in die neue Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.